Im Jahre 1942 initiierte der Chef der SS, Heinrich Himmler, die Operation Reinhard, Nazi-Deutschlands Endlösung der Judenfrage. Drei Vernichtungslager wurden gebaut und unter höchster Geheimhaltung in Betrieb genommen. Diese Konzentrationslager, alle in Ostpolen, waren Belzec, Treblinka und das am meisten geheim gehaltene Sobibor. Sobibor. Hier fand am 14. Oktober 1943 die größte und erfolgreichste Gefangenenrevolte des Zweiten Weltkriegs statt. Hört zu, Reichsbahnbrigade Juden. Wie immer erwarte ich von euch, dass ihr lächelt, wenn der Zug einfährt. Denkt daran, dass wir diese Leute hier willkommen heißen. Das funktioniert heute wie geschmiert. Und gibt es Probleme wie gestern, dass Leute in Panik geraten oder versuchen wegzulaufen? Ich glaube, ich brauche euch nicht zu erinnern. Lass ich euch erschießen. Wenn sie euch fragen, sage ihnen, du hättest einen Beruf. Bewegt euch! Leutnant? Ruhe! Ruhe! Ich möchte, dass Sie mir jetzt genau zuhören. Sie sind jetzt in Sobibor. Das ist in Ostpolen. Das hier ist ein Arbeitslager und Sie sind hier, um zu arbeiten. Sie werden hart arbeiten, aber harte Arbeit ist gut für die Seele. Also sind wir in Wahrheit Ihre Wohltäter. Sie erhalten Unterkunft und Verpflegung. Alles, was wir wollen, ist Ihre Zusammenarbeit mit uns. Wenn Sie Ihre Arbeit tun, haben Sie nichts zu befürchten. Sie erhalten von uns Postkarten. Schreiben Sie Ihren Verwandten und Freunden, dass Sie hier gut angekommen sind. Wir bringen Sie dann zur Post. Wie man uns mitgeteilt hat, ist in letzter Zeit leider der Typhus ausgebrochen in einigen Arbeitslagern. Wir wollen keinen Typhus in Sobibor. Deshalb bringen wir Sie zuerst zu unseren Duscheinrichtungen, wo jeder von Ihnen eine heiße Dusche nimmt. Männer und Frauen duschen natürlich getrennt. Den Frauen wird das Haar kurz geschnitten, bevor sie duschen. Und während sie duschen, wird ihre Kleidung desinfiziert. Vergessen Sie nicht, je besser Sie sich benehmen, desto angenehmer wird Ihr Aufenthalt.